Oh Mann, ich wundere mich, ob mir jemand in die Begrüßung reinreden wird. Wollt ihr euch verarschen? Was soll das denn jetzt? Ja, hast du gedacht, wa? Nö, jetzt dachte ich mir auch, nö, jetzt nö, nicht. Nö. Jetzt leck mich ich aber hab an. Übrigens, ich habe übrigens den Schwierigkeitsstatus geändert von Very Easy auf Normal. Oh, Rigi! Dafür bin ich nicht bereit. Das ist beim letzten Mal nicht gut ausgegangen. Nee. Seid ihr bereit? Nein. Okay, ich auch nicht. Oh, eine Katastrophenrunde. Geil. Expertenrunde wohl eher. Katastrophenrunde. Lol. Das ist Warum eine nennt ihr euch Katastrophen? Warum Goldmännerrunde nennt ihr hier. das Katastrophenrunde, wenn es gar keine Katastrophe gibt? Halt Scheiße. einfach die Schnauze. Ja, halt einfach die Schnauze, Mock. Ja. 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 Hat jemand einen klatschenden Smiley oder so geschickt? Ich sehe es gerade, ein Dutty da. Der Duty. Der Duty. Und Wollop, wie läuft's eigentlich? Wenn wir schon mal hier sind, müssen wir drüber reden. Wie läuft's Ja. an der Buddy-Pillow-Front? Wer ist da, ne? Ist da? Ist da? Alter. Und? Wie ist? Fühlt es sich an Es. wie ein Anime-Mädchen besteht Es aus fühlt Bezug sich. und Federn. Also der Bezug fühlt sich tatsächlich anders an wie so ein normaler Bezug. Ne? Das ist ja auch so, das stand ja auch dran, das ist so ein japanischer Stoff. Den habe ich noch nicht. Also der gleitet so richtig über deine Finger. Ne? Da kannst du so richtig drüber gleiten. Ich Ne? verstehe. Ihr versteht schon wofür, ne? Warum das so ist. Ne? Natürlich. Und Damit das das Ding ganze ist halt. weiße Zeug nur so abperlen kann. Genau. Das läuft dann da einfach so runter. Das läuft dann Sieht einfach super so. aus. Stellst du unter, stellst du so einen Eimer, wo dann alles so reinläuft. Natürlich. Ja, das Ding ist, sie liegt jetzt aktuell bei mir immer mit auf dem Sofa, ne, neben mir. Und wenn meine Eltern kommen, habe ich sie beim letzten Mal in den Karton getan und dann in den Schrank. Da war mir alles nicht sicher, aber das Ding ist riesig. Ja, das Ding ist riesig, ist einfach fast so groß wie ich. Und Da versteckst du dich so wie leicht. konntest Du du bist mit ja ihr auch nicht so groß. kuscheln? Oh, die erste Nacht war ein Traum, ne? Lange nicht so gut geschlafen. Echt jetzt? Du kuschelst mit. Den ersten Abend Das ist halt ein habe ich großes es ein bisschen, Kissen. hab ich's ein bisschen im Arm gehalten, wie so ein Kissen halt, ne? Wenn du ein großes Kissen hast, dann musst du es nutzen. Ja, das ist ein scheiß großes Kissen, Regie. War super. Ja, das klingt auch so. Auch eins. Wer das Motiv jetzt drauf nötig, darüber kann man streiten, aber das ist ein einser Kissen. Das ist es. Das Motiv ist super. Lass mich in Ruhe. Was ist denn da drauf? Kotori Wer? aus Love Live. Achso. Ja, Kennst du nicht, ne? dafür hat der Wollo Kritik eingefahren, weil dann haben sie gesagt, der prüde, langweilige Wollo nimmt ja die. Das fand ich relativ lustig. Ich weiß zwar nicht, wer es ist, aber ich fand's Die lustig. gab's mit Prime! Was ist los mit euch? Das war die einzige, die mit Prime am nächsten Tag geliefert werden konnte. Die Animu-Community hat sich dazu entschieden, dass das ziemlich prüde und langweilig von dir Kotori war. ist doch hot! Was ist denn los mit Ich euch hab doch Animus? keine Ahnung, ob die hot ist. Ja, google einfach schnell, Ricky. Ja, nee. Kotori Love Live. Ja, Du weißt, du kannst dann gut, eine Entscheidung treffen. gut. Warte, wir machen das anders. Wir machen das Ich anders. warte. Ich warte, ich hab Zeit. Warte, wir machen das anders. Nicht Nicht viel wieder ein vor. Video anmachen, Ricky. Googeln. Okay, Google. Kotori Love Live. Bonobos. Okay, Frag Google. Google mal nach Bonobos. Ach, was? Nach Okay, Google. Bonobos. Okay, Google. Zeig mir Bilder vom Bonobos. Ja! Warum antwortet Google nicht? Weiß ich nicht. Was ist los mit dir, Google? Google, rede mit mir! Nicht mal Google will mit mir reden, das ist Traum. Ich habe noch nie die Google-Spracheingabe genutzt. Ich bin gerade Biggie, voll hast du da erstaunt. einen Caddy namens Waifu? Ja. Hat er doch schon ewig. War schon immer. Echt? Ja? Was sagst du jetzt zu Kotori? Ja, Die warte! Waifu hieß Hab ich noch nicht davor aber gesehen. Maeve. Ja. Wow. Eins Er als hat auch Schlag, wieder. mein Freund. Er hat aber auch wieder sein Alter, hast Glitzerzeug du und den das wurde Flummi jetzt gesehen? Alter. bestraft. Out of bounds. Out of bounds. Alter, du sollst ja keinen Speedrun machen, Rigi. Und dich hier raus, bounden. Gutori. Ja, genau, brauchst du dafür. Nerflife. Ich schreibe mein Love Life. Das halt mal so. Ach, das ist die hat ja gerade. Ja. Ach komm, Ja. als ob. Die hat ja graue Haare. Er hat keine grauen Haare. Die können ja schon älter als 12 sein. Tatsächlich, ja. Tatsächlich sieht sie Na, nicht Mops, aus wie wie ein ist das? Ist kleines gar nicht so Kind. einfach, ne? Naja, ich bin nur im Rough und du bist komplett draußen. Ja, ich hab mir halt auch das Ding gekauft, ja. Boah, Alter, wenn ihr putten müsst. Das Ding hast du dir gekauft. Alter. Ich habe halt auf schwer gemacht. Ich hab mal wieder das Ding gekauft eben, ne? Was geht denn hier ab? Ne, ganz Oh ehrlich gesagt, es Gott. geht. Die Haare sind schön. Aber ich stehe ja eher so auf kürzere Haare.
Echt? Ja. Ich dachte ja, du stehst mehr auf Herzhaftes. Kleine Jungs so? Oder so einen kleinen Jungen? Nein, nicht so. Welche, kurz, die Digimon-Tamer sind? Nein, so, so schulterlang. So, so ein bisschen länger. So über die, gerade auf die. Warum reden wir darüber? Was interessiert euch die Scheiße? Ja, die Fresse. Ich weiß auch nicht, warum du uns erzählst, auf welche Anime-Frisur du stehst. Ich fand's relativ unterhaltsam. Ich wollte dich mal nicht unterbrechen. Ich stehe auch eher auf eine andere Laufleiste. Aber die gab's halt mit Prime. Nico, Nico, nie. Nico, Nico, nie. Richtig. Ja, hast du dir schon Nico, Nico, nie bestellt? Nee, ich hab immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann einfach vor meiner Tür liegt. Irgendjemand so nett ist und sagt, hier, bitteschön. Dass sie irgendwann vor deiner Tür steht, Wollo, das ist was anderes. Oh, Ricky, das wär's, oder? Ein Anime, heißes Anime, Cosplay-Girl. Oh, Gamescom. Vor deiner Tür steht. Traum? Ja, war Traum. Traum. Der Traum. Der Traum. Ist einfach so. Absolut. Ey, komm, Guys, Cosplay kannst du nicht nein sagen. Sei ehrlich. Will ich auch nicht, aber. Ja, siehste. Was ist das für ein. Egal. Das sind die üblichen Männerrundengespräche. Natürlich. Männerrunde nennt sich die Scheiße hier heute. Ja, natürlich, das ist die Männerrunde. Darüber reden wir Ollo und ich oft. Redet man über Bodypillows. Ich würde mir wünschen, dass sie zu mir kommt und eine Tüte vom Einkauf dabei hat, damit ich nicht mehr gehen muss. Das ist ein Traum. Macht doch Levi Riefers. Dafür wäre eine Freundin halt wirklich gut. Mhm. Weißt du, während du gerade hart arbeitest und Let's Plays aufnimmst, könnte sie in Ruhe. Let's Play. Das ist Rudas Sixpack. Und wenn sie was dagegen hat, dass es harte Arbeit ist, wenn sie mehr Geld verdient als ich, dann kann sie auch von mir aus das Geld verdienen. Dann gehe ich einkaufen. Genau. Ist dein Pflegejob etwa, kommt da nicht genug raus? Ernsthaft, das ist eine Frechheit. Im Pflegebereich sollte man mehr verdienen. Ich wollte gerade sagen, willst du das jetzt wirklich so stehen lassen? Es war ein Witz, aber es ist ein Funken Wahrheit drin. Im Pflegebereich sollte man mehr verdienen. Vor allem wird es immer wichtiger. Ja, das auf jeden Fall. Generell sollte man überall mehr verdienen, bin ich der Meinung. Ja, überall zocken die dich ab. Außer im Internet. Halt so das Ding. Internet sind alles. Internet verdient man super gut. Ja, Internet. Leute, geht so. Schmeißt eure Schule hin. Geht so tatsächlich. Macht YouTube. Fangt mit Minecraft Let's Plays an. Gib ihm. Ja, wenn, dann wirklich Minecraft, bitte. Ja. Mach keinen Scheiß. Ja, sonst seid nicht so dumm wie ich. Ja, das macht doch keinen Sinn. Nee. Oh, ich hab Hunger. Alter, das Putten ist so schwer auf dieser Map. Wobei, es geht eigentlich nicht. Nein, das liegt nicht an der Map. Es liegt daran, dass ich auf schwer gemacht habe. Also auf normal. Es ist ja schwerer als sonst. Wir starten am Anfang ja auch von weiter weg. Willst du mir jetzt sagen, es ist eine andere Map? Es ist eine andere Map. Es ist eine neue Map. Eine Beta-Map. Oh, Beta-Maps. Das sind die schlimmsten. Ja, die hatten wir schon mal. Erinnere ich noch an die Fuck-Mond-Map. Ja, die Mondmap war ist wieder auf Nacht. Es regiert wieder auf Nacht gestellt. Das ist mir jetzt erst so richtig bewusst. Warum stellst du immer auf Nacht? Weil Nacht super ist. Ich mag es. Das ist scheiße. Niemand mal will gern dunkle Videos sehen. Nee. Und niemand will gern bei Nacht golfen. Was ist das? Ich würde gern bei. Ich hab auch immer geliebt, wenn wir ein Fußballspiel abends hatten oder abends das Training und die Scheiben. Das finde ich super. Lass mich den Idioten an. Triple-Bogen. Worüber lacht ihr? Über dich. Warum? Weil deine Leistung hier gerade nicht gerade heraussticht. Ja und? Na, nee, es ist okay. Aber du, weiß guck mal, ich. Jetzt hast du ein Bodypillow, du bist in Japan oder China oder sowas. Fühlst du dich jetzt? Gut. Das ist definitiv Japan mit den Löwenstatuen. Ah, weißt du, wie ich und mich den noch... chinesischen Drachen, was? Und der chinesischen Musik im Hintergrund. Ich würde mich aber noch besser fühlen, wenn ich jetzt chinesisches Essen noch vor mir hätte. Oh, ich bestimme das. Das wäre optimal. Und die Map sieht aus wie ein Boomerang. Das wie ist bei chinesischen Australiern sehr beliebt. Boomerang komme ich immer wieder bei dir an. Liebe Blümchen. Das wäre uns fast entgangen. Voll YOLO! Nein! Dummbatz. Gut, damit habe ich gewonnen. Verdammt. Fun Fact. Komm, es wäre ja gut gewesen. RP weiblich ist dropping a ball. Oh, du hast den Ball gedroppt. Gedroppt. Jetzt aber wieder. Naja. Ah, ich bin dran. Warum hat er nicht einfach darüber geschlagen? Warum hast du den Dummbatz-Weg gewählt? Das bietet dir ja nicht mal Vorteile. Oder übersehe ich was? Ich bin gespannt. Also ich bin auch noch da, ne? Ja. Es hätte mir schon Vorteil gegeben, ich hätte damit einschlagen auf grün kommen können. Ich bin auch auf dem grün.
Also auf den richtigen Grün, nicht auf dem Fairway. Dein Drogendealer-Slang kannst du bitte für dich behalten. Okay. Danke. Sag mir das was gleich. Ricky, du willst mir nicht sagen, dass du schon wieder High Golf spielst? Ah, es tut mir leid. Okay. Wir haben drüber gesprochen. Ja. Was soll ich machen? Nicht beim Sport. Ja, und was soll ich. Ja, und? Ich fühle mich frei. Ich hatte, wenn ich die grüne Brille trage. Also, ich habe. Wollen willst du das unterschreiben? Ich habe ja deine leuchtende Brille gesehen. Tatsächlich. Würdest du sagen, wenn du die grüne Brille trägst, dass du dich dann frei fühlst? Tatsächlich überhaupt nicht, denn da hängt noch ein Kabel dran, plus so ein kleines Ding, wo die Batterien drin sind. Und das macht man dann an der Hose fest und ist so mit seiner Hose sozusagen verbunden im Gesicht. Das ist alles andere als frei. Was willst du mit der grünen Brille, Ricky? Das klingt nicht gut. Ja, meine hat keine Batterien. Eine Brille ohne Batterien? Ja, die grüne Brille ohne Batterien. Willst du aber sagen, die blinkt nicht mehr und leuchtet? Die leuchtet, eine Brille. Die blinkt nicht. Das ist fast wie Kontaktlinsen. Du benutzt sie und dann hast du so gesehen Kontaktlinsen. Laber. Laber. Klingt krass. Kann man die auch recyceln? Ja, kann man. Das ist schönes Papier. Aber das Papier ist eigentlich schon fast weg. Das löst sich in Luft aus, wenn du es fertig hast. Die Polizei sollte dich nicht erwischen, wenn du die dann irgendwie nicht zu dem Batteriezeug mit reinwirfst. Das gibt sonst Ärger. Deswegen, jetzt bin ich in den Bunker gerollt. War ich auch drin. Bogey! Alter, meinst du, Level 9! Ich bin schon lange Level 9. Das ist ja schön für dich. Ja, ich auch. Ich bin schon auf halbem Weg zu 10. Ich bin auf Beam Level 20. Double Bogey! Alter, der Mokko da. Oh. Alter, guter Schlag, Ricky. Du bist wieder genau da gelandet, wo du angefangen hast. Nee, ein Stück weiter nach links. Ricky, zieh dir mal Schuhe an. Nee, es ist halt, ich muss doch den Sand zwischen meinen Zähnen. Du holst ja noch den Tod, Sand? Junge. Jetzt schleppst du den Sand mit ins Auto. Alter. Okay, go. Wir werden anhalten und nicht mehr nach Hause fahren, wenn du den Sand mit ins Auto schleppst. Los, roll! Alter, richtig verkackt. Das ist schlecht. So, vier Schläge halt auf Mock. Das ist gar nicht mal so viel, das kann ich noch verkacken. Ich werde halt, ne, eins mit dem Grün. Merk's. Deswegen hab ich das grüne T-Shirt an. Ist das dein neues Markenzeichen? Ich wusste, dass grünes das grünes T-Shirt. Der Ricky, der wollte nämlich, er hat für sich nach so einer Sache, die so für dir bekannt sein kann, dachte sich, Wohnwagen. Ping ist auch fit. Das war noch vor der Zeit. Da war er noch verzweifelt auf der Suche nach irgendwas, das ihm eine Identität gibt. Und er war der Meinung, weißes T-Shirt, das ist die Sache. Er hatte sogar in seinen Streams hatte er ein Smiley, weißes T-Shirt. Das war das, so. Das, die Leute sollen sagen, Krieg ist der mit dem weißen T-Shirt. Ich trage immer ein weißes T-Shirt. Das kam alles nur daher, dass ich zufälligerweise mal während eines Streams eine rote Hose anhatte und aufgestanden bin. Alter, die rote alle, Hose, das war eine gute Zeit. Alle sind ausgerastet. Ja, alle du, sind ausgerastet. Die gesagt, Sache war halt bei der roten Hose, muss man sagen. Wollo hat davor gesagt, oh, ich will nicht aufstehen, ich habe so eine rote Hose an. Und er hat irgendwo davor mal in einem Video erwähnt, dass ihm die rote Hose unangenehm ist. Und dann hat er sie im Stream angehabt. Hatte ich das halt erwähnt? Ja, du hast irgendwie davor ein bisschen gehypt, die rote Hose. Ich trage halt keine weißen T-Shirts mehr, weil ich mittlerweile zu fett geworden bin. Ja, ach, da war es damals schon zu fett mit einem weißen T-Shirt. Scheiße, normal. Nee, damals war ich noch nicht so. Oh. Ja, was? Ging relativ fix dahin, dass es unvorteilhaft wurde, ne? Hm. Weiße T-Shirt. Also unvorteilhafter als weiße T-Shirts geht halt nicht, ne? Wenn man, nee, weil du halt die Scheiße. Da musst du halt wirklich on point den Körper für haben. Ansonsten geht das nicht. Das war ein Markenzeichen. Dann war der Bacon Burger Rickys Markenzeichen. Lustigerweise kurz nachdem Lambert schon mein Markenzeichen wurde. Ich erkenne dein Muster. Das stimmt. Und den pinken Ricky, der Bernd braucht bei Markenzeichen, aber den will der Ricky nicht. Oh, der ist so gut, der pinke Ricky, ne? Den will der Ricky nicht richtig annehmen. Er ist so gut. Da weigert Ricky. Er sich. Leckt mich. Nee, der ist wirklich gut. Das ist so richtig. Und den könnte ich keine Thumbnails für Winning Putt machen. Wenn du das im Stream anhättest. Ich mach's mir gar nicht aus. Mann. Alter. Der pinke Rigi-Stream. Da habe ich ja schon mal der nächste Never-Ending-Challenge-Bestrafung. Ja. Was heißt da Bestrafung? Ja, das wird doch jeder sehen, oder? Weil es hilft dir, ne? Wo hilft mir das am Ende denn? Wenn ich so durchscrolle und ich sehe, da ist jemand in so einem Pink Panther-Kostüm. Dich drauf. Ja. Vielleicht auch nur kurz, ne? Um mal einmal zu gucken, was das für ein Idiot ist. Eins aber, Schlag, Bolodina. Dankeschön. Aber ich gucke. Das ist Fakt. Ja, Spiel. Ja, Spiel.
Gut. Ja, der Wallow ist ein Mann mit einer leuchtenden Brille und einer Bodypillow. Wenn das nicht die Zielgruppe ist, dann weiß ich auch nicht. Es ist tatsächlich meine Zielgruppe. Was, noch eins? Ich wusste es diesmal. Ich wusste es. Die sind immer so lang, die Parts, oder? Will ich mir das sagen? Das ist das Finishing Hole. Gut. Ja, diesmal ist es lang. Dieser ist auch besonders lang, weil wir halt auch auf normal spielen. Wir brauchen mehr Schläge als sonst. Mhm. Ja, ich mache ja gleich wieder auf Very Easy. Das will ich auch hoffen. Einfach. Ich mag es mir, wenn die Spiele leicht sind. Man kann es nicht, ich kann nicht. Also, ich konnte auf der Beta-Map konnte ich was aussuchen. Achso. Auf der anderen Maps kann ich nur easy machen. Also, very, very, very easy. Ja, weil wir so low-level sind. Da fällt mir eine Sache ein, die ich erwähnen sollte. Mal. Die Steam-Version ist inzwischen übrigens tatsächlich online von Winning Part, liebe Leute. Ach du Scheiße. Die ist tatsächlich am Start. Ist irgendwo in der Beschreibung verlinkt. Ist die grafisch besser? Inzwischen. Nein, es ist das gleiche Spiel, nur kannst du es über Steam starten und über Steam runterladen. Geil! Aber ihr ladet es natürlich trotzdem von dem Link in der Videobeschreibung. Nö. Das ist mir relativ egal. Ist völlig egal. Ach ja, stimmt, ist mir egal. Das ist sowieso egal, weil ihr keinen Cent dafür bekommt. Also könnt ihr mal gleich die Fresse halten. Ja. Nauze. Ehrenamtliches Winning Putt. Expertenrunde auch ehrenamtlich. Ich sitze hier den ganzen Tag wieder ehrenamtlich rum. Ich bezahle euch mit Reichweite. Die habe ich aber lange schon abgegriffen. Ist nichts mehr. Die Leute kennen mich. Die Leute kommen. Das war die Sache, mit der Ricky mich dazu überreden wollte, mit ihm. Komm, nehmen wir solche Venture auf. Das bringt dir auch was. Die Reichweite. Was? Ja, hab ich gesagt. Die Leute kennen ihn doch da. Genau wie alle Leute mich auf Mox-Kanal kennen. Ja, mich kennen ja auch mittlerweile alle auf Mox-Kanal. Das ist irrelevant. Ich hab nichts mehr. Mich kennen die Leute nur als den Typen LOL, der hat weniger Abos als mit MON. Heute im Stream wieder, und das passiert gelegentlich mal. Dass jemand in den Chat schreibt dann so, bist du der aus der Expertenrunde? Ich bin so, ja. Ja, bin ich wohl, ne? Ziemlich eindeutig. Einer hat auch vor kurzem einen Kommentar geschrieben, hat er gesagt, oh, ich wüsste so gern, wie ihr drei ausseht. Ich dachte mir, ja gut. Von dir gibt's ein Video auf Minus of Gaming. Von mir gibt's genug Videos mit meiner Hand. Naja, bei mir muss man schon ein bisschen dahinter auch sein, um das zu finden. Ist ein älteres Video, ne? Mhm. Leute, falls ihr euch mal gefragt habt, wie Mock aussieht, schaut mal seine Videos. Ja. Und bei mir ist es halt fucking. Das wird sowieso ungefähr unter jedem zweiten Video mal gesagt. Da kommt jemand, oh, weiß mal, wie er aussieht. Dann hat sich früher in Streams gezeigt, da gibt's auch das eine Video, wo man ihn sieht. Da gibt's so ein ganz schlecht aufgelöstes kleines Bild. Ja, zuletzt hat mir heute jemand auf Twitter ein Bild davon geschrieben, hat er gesagt, wusstest du, dass du in dem Video zu sehen bist? Und ich denke mir, ah, was? Entschuldigung, nein, sag bloß, ich hab's mein geschnitten. Mein verfettetes 20-jähriges, unrasiertes Haufen Scheiße ich an, mir doch egal. Ja, fette auf dem Scheiße. Das ist tatsächlich kein so krasses Geheimnis, ne? Ist halt tatsächlich nicht. Könnte ich auch nicht machen, weil dann würden Leute endgültig einem zu sehr auf den Sack gehen. Ja, gut. Ja, dann könnte man nicht beweisen, dass du kein Pilz bist. Ja, das war soweit der Winning Part. Ich bin übrigens Zweiter geworden, nicht Letzter, trotz meiner schlechten Leistung. Hm. Und leider bin ich den Part aufs Team runter. Gute Nacht halt. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich war halt echt enttäuscht, als Cornel nicht schwarz war.